Ich hatte eingangs erwähnt, dass VoiceOver im Apple-Betriebssystem OS auch integriert ist und ich kann das sehr leicht aktivieren. Es gibt zwei Wege, das über die Einstellungen zu machen. Ich gehe in die Bedienungshilfen, gehe auf VoiceOver und kann VoiceOver hier aktivieren. Eintreten VoiceOver ein System Einstellungen. Ich kann VoiceOver aber auch mit der Tastenkombination Command F5 ein- oder ausschalten. VoiceOver aus. Wie im ersten Video über Apple Zoom möchte ich auch hier nur einen kurzen Einblick geben anhand eines Word-Dokuments, das ich vorbereitet habe, wie ein Screenreader funktioniert und wie man damit arbeiten kann. Wenn ich mir mit VoiceOver etwas vorlesen lasse, klingt das dann so. Kurzanleitung, barrierefreie Word-Dokumente. Das war jetzt, denke ich, für alle verständlich. Menschen, die mit Screenreadern arbeiten, arbeiten aber mit wesentlich höherer Vorleserate, weil man sich einfach an den Text gewöhnt und das erhöht einfach auch die Arbeitsgeschwindigkeit. Wie bei jeglichen Inhalten, so ist es auch bei Word-Dokumenten wichtig, dass diese gut strukturiert sind, damit man sich in ihnen orientieren kann. Man muss sich vorstellen, Menschen, die nur eingeschränkt sehen oder die gar nichts mehr sehen können, können sich nicht einfach auf die Schnelle mal einen visuellen Überblick verschaffen. Deshalb ist es wichtig, dass diese Dokumente mit Überschriften versehen sind und man zwischen den Überschriften hin und her springen kann, um sich möglichst schnell die Inhalte zu erschließen. Will man also zwischen den Überschriften hin und her springen, kann man mit der Tastenkombination Ctrl-Option-U Menü Überschrift. eine Liste aufrufen und bekommt die Überschriften angezeigt, die in diesem Dokument festgelegt wurden. Kurzanleitung, barrierefreie Word-Dokumente. Das ist die Hauptüberschrift und hier haben wir dann einen Überblick über die Einzelheiten, die ich in diesem Video auch noch zeigen möchte. Überschriften. Das ist das Thema, in dem wir im Moment sind. Listen. Alternativer Text in Bildern und Grafiken. Hyperlinks. Und wenn man allein schon diese Strukturen berücksichtigt, macht es das Dokument für alle übersichtlicher und es ist ja auch so eine Sache an der Barrierefreiheit, dass alle davon profitieren. Ein weiteres Thema bei der Strukturierung von Dokumenten, auf welches ich noch eingehen möchte, ist das Thema Auflistungen. Möchte man also Dinge untereinander auflisten, sollte man diese in Listen zusammenfassen und nicht einfach mit dem Spiegelstrich untereinander darstellen. Sind sie nämlich in einer Liste zusammengefasst, kann der Screenreader erkennen, ob man sich in oder außerhalb einer Liste befindet und auch dies erleichtert die Orientierung wesentlich. Ein Beispiel, wie der Screenreader so eine Auflistung liest, ist folgendes. Getreides orten. Jetzt innerhalb der Liste Aufzählungszeichen. Hafer. Aufzählungszeichen. Weizen. Aufzählungszeichen. Gerste. Jetzt außerhalb der Liste. Neue Zeile. So bekomme ich eine Orientierung, wo ich mich gerade befinde. Dann lassen wir doch mal den Screenreader das nächste Thema vorlesen. Alternativer Text in Bildern und Grafiken. Man könnte ja jetzt meinen, dass Menschen, die in ihrer Sehkraft eingeschränkt sind oder die gar nichts mehr sehen, mit Grafiken oder Bildern in Dokumenten nichts anfangen können. Es gibt aber die Möglichkeit, durch Alternativtext diese Inhalte zu beschreiben und somit zugänglich zu machen. Ich habe jetzt zwei Beispiele mitgebracht. Es zeigt zweimal das gleiche Bild und mit Alternativbeschreibung klingt das dann so. Bild zeigt im Vordergrund das plastische Logo der Hochschule der Medien Stuttgart. Dahinter das runde Bibliotheksgebäude der Hochschule mit Text in Zeile Bild. Ein Negativbeispiel, welchem kein Alternativtext beigefügt ist, klingt dann so. Grafik 2 mit Text in Zeile Bild. Du bist jetzt auf Bild. Damit kann man wirklich nichts anfangen. Alternativtexte, das klingt jetzt nach mehr Arbeit, ist es ein Stück weit auch, aber die sind ganz einfach erstellt. Indem ich auf das Bild gehe, die rechte Maustaste
klicke oder bei der Apple Magic Maus die rechte Mausseite auf Alternativtext bearbeiten klicke. Es öffnet sich rechts ein Menü und hier kann ich den Text dann schon reinschreiben, beispielsweise Bild zeigt Logo der Hochschule der Medien mit Bibliothek im Hintergrund. Ist jetzt etwas kürzer, das andere, aber das ist schon sehr vielsagend und somit kann jemand, der das nicht gut oder gar nicht erkennen kann, mit dem Bild was anfangen. Ja, und zuletzt möchte ich noch auf das Thema Hyperlinks in Dokumenten eingehen und da lassen wir doch einfach die Sprachausgabe nochmal vorlesen. Word erstellt automatisch Hyperlinks, wenn man eine URL eingibt. Diese offenen URLs sind aber für Benutzer von Screenreadern nicht hilfreich. Daher ist es sinnvoll, einen aussagekräftigen Linktext einzugeben, der dann vom Screenreader vorgelesen wird. Dem vorgelesenen Text ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Man sieht, dass URLs eben oft sehr kryptisch sind und dass es eben für Screenreader-Nutzer dann einfach sehr umständlich, sich diese Texte immer vorlesen zu lassen, zumal diese Links dann eben auch nicht sehr aussagekräftig sind. Und hier kommt ein Beispiel. Link https://www.yutube.com/v=vvrwzhsj6bc. Da kann niemand was mit anfangen. Wichtig ist an dieser Stelle dann eine solche URL mit einem Linktext zu versehen. Dann hört sich dieser Link so an. Link Videobotschaft des Rektors an die Erstsemester des Sommersemester 2022. Damit kann jeder was anfangen. Ich hoffe, mit diesen Beispielen konnte ich einen Eindruck verschaffen, wie blinde und sehbehinderte Menschen mit Screenreadern arbeiten.